Heute in dieser Superfood-Interview-Episode im Vegan-Podcast, da erfährst du drei leckere Superfood-Szene-Getränks, nämlich einmal die goldene Milch, zweimal den grünen Saft und einmal und extra nur einmal den Bubble Tea, der nämlich gar nicht gesund ist. Und weshalb der gar nicht gesund ist, das erfährst du heute. Noch dazu erfährst du die Vorteile von Chlorella und Spirulina in deiner Ernährung. Du erfährst alles über Chlorophyll und wie daraus ein Nahrungsergänzungsmittel aus der Alfalfa-Pflanze gewonnen wird. Und du erfährst vieles, vieles über Maca und wie gesagt Kurkuma und die goldene Milch. Freu dich auf diese spannungsgeladene Episode, in der du ganz viel leckere und gesunde Superfood-Pulver bzw. Getränke erfährst. Hallihallo und herzlich willkommen live aus dem Hippocrates Europe Institute in Deutschland bei München. Ich begrüße dich recht herzlich und ich habe heute schon eines meiner Superfood-Getränke getrunken, nämlich den grünen Saft, wie er von Hippokrates selbst erfunden wurde, beziehungsweise wie er im Hippocrates Institut schon seit über 30 Jahren stattfindet. Und dieser grüne Saft, der besteht aus Gurke, Sellerie und aus Sprossen, nämlich Erbsensprossen und Sonnenblumensprossen. Und der hat total viel Eiweiß. Und wusstest du übrigens, dass in Sellerie verschiedene Clustersalze drin sind, die für deinen Körper unerlässlich sind und vor allem eben auch richtiges Salz. Also, das ist ein perfekter Salzersatz, denn wie du weißt, trinken wir und essen wir viel zu viel Salz. Ja, und wusstest du übrigens auch, dass Gurke die Zellen, die toten Zellen und die verarteten Zellen, ich möchte nicht sagen Krebszellen, überhaupt nicht mögen. Gurkenwasser ist eines der antiparasitären Lebensmittel überhaupt. Und so hast du in diesem leckeren Saft, der wirklich lecker schmeckt, weil er süßlich nach der Gurke und nach den Sonnenblumensprossen schmeckt, eine super Mahlzeit für zwischendrin, die dich nährt und von innen glücklich macht. Probier's mal aus. Der Saft besteht aus 25% Sellerie, 25% Gurke, 25% Erbsensprossen und 25% Sonnenblumensprossen. Ja, und wenn du die Sprossen nicht hast, dann probier's doch einfach erstmal nur mit Gurke und mit Sellerie. Da hast du dann zwar die Enzyme nicht dabei, aber die kannst du ja auch anderswo herbekommen. Ich empfehle dir auf jeden Fall aber den ganzen Saft zu machen, denn er hat seine Wirkung noch nie verfehlt. Ja, und jetzt, da schalten wir live rüber erstmal zu Tam nach L.A., denn nicht nur in Amerika ist dieses Getränk wieder super populär, nein, auch in Deutschland hat es komischerweise wieder seinen neuen Ruf entdeckt, der Bubble Tea. Und die Tam, die erklärt euch jetzt mal, warum der Bubble Tea alles andere als ein gesundes Superfood-Getränk ist. Vielen Dank, Christian. Bubble Tea. Wie ungesund ist der wirklich für uns? Bubble Tea ist ein Getränk, das aus Taiwan stammt und in letzter Zeit auf der ganzen Welt an Beliebtheit gewonnen hat. Das Getränk wird aus einer Teebasis aus schwarz, grün oder weißem Tee hergestellt und wird in einem Cocktailshaker mit Milch und Tapioca-Perlen gemischt. Diese Perlen, die wie Blasen aussehen, wenn sie durch den Strohhalm aufsteigen, sind bekannt für ihre glitschige und zähe Textur wie ihren süßen Geschmack. Bubble Tea kann in einer Vielzahl von Geschmackskombinationen angeboten werden. Wie verschiedene Früchte, Sirup oder andere Zutaten können in den Tee beigemischt werden. Dieses Getränk wird typischerweise kalt mit einem breiten Strohhalm serviert und damit kann man die Perlen zusammen mit dem Tee trinken. Bubble Tea liefert wenig Vitamine und Mineralien. Er enthält jedoch kleine Mengen von Folsäure, Calcium, Eisen und Selen. Der in diesen Getränken enthaltene Tee kann jedoch die folgenden gesundheitlichen Vorteile bieten. Eine Studie hat ergeben, dass das Trinken von grünem Tee, eine übliche Basis für Bubble Tea, den Blutdruck und den Gesamtcholesterinspiegel senken kann, was das Risiko für schwere Erkrankungen wie Herzkrankheiten und Schlaganfälle verringern können. Während es ein paar gesundheitliche Vorteile gibt, den grünen Tee in einigen Bubble Tea-Mischungen zu konsumieren, enthalten die meisten Formen von Bubble Tea auch einen hohen Anteil an Zucker, der mit langfristigen Gesundheitszuständen wie Diabetes und Fettleibigkeit in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Fettleibigkeit und Krankheiten.
Ein hoher Zuckerkonsum wird mit ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen wie Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und nicht-alkoholischer Fettlebererkrankungen in Verbindung gebracht. Das Trinken von zuckergesüßten Getränken wird auch mit einem höheren Körperfettanteil bei kleinen Kindern in Verbindung gebracht. Da die Tapioca-Perlen aus Maniok hergestellt werden, solltest du, wenn du allergisch auf Wurzelgemüse reagierst, auch Bubble Tea meiden. Manche Menschen mit Latexallergien können auch auf die Produkte von Maniok reagieren. Wie viele zuckerhaltige Getränke sollte auch der Bubble Tea in Maßen genossen werden. Es gibt jedoch Substitutionen, die den ungesunden Bubble Tea etwas gesünder machen können. So kann man beim Bestellen oder selbst zubereiten auf zuckerärmere Alternativen achten. Und zum Beispiel Sojamilch, Mandelmilch, Kokosmilch können verwendet werden, um Kalorien einzusparen und bieten mehr gesundheitliche Vorteile als Vollmilch oder Sahne. Die Tapioca-Perlen selbst enthalten viel Zucker. Das heißt, wenn du weniger Tapioca-Perlen verlangst, kann der Zuckergehalt reduziert werden. Natürlich ist die beste Alternative, auf etwas Gesundes umzusteigen, wie einen grünen Saft, der nicht nur gut schmeckt, sondern auch noch gut für dich ist. Eine weitere Alternative wird dir Christian jetzt gleich vorstellen. Also, da habt ihr es gehört, obwohl Bubble Tea mit schwarzem oder grünem Tee gemacht wird, alles andere als gut. Und das will ich jetzt nochmal hervorheben. Es gibt auch richtig leckere, ähnlich wie der Bubble Tea, Superfood-Getränke. Und eines davon, was ja schon super lange Tradition hat, ist die goldene Milch. Und da hat sich unser Außenreporter Phil mal wieder auf die Suche gemacht, beziehungsweise alles über die goldene Milch rausgefunden, bevor du im Anschluss direkt wieder ins Interview mit Fabian Fallenbüschel gehen kannst. Denn da geht es auch um die goldene Milch und Kurkuma und welche Effekte das hat. Aber auch, es geht darum, wie du Chlorophyll, Chlorella, Spirulina zu dir nehmen kannst. Und vor allem, wie geil Maca ist. Freut dich da drauf? Ich schalte mich jetzt schon wieder aus, denn ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen zu versorgen hier im Hippocrates-Institut in München bei Bad Kohlgrub. Und ja, da freue ich mich, wenn wir uns vielleicht auch mal sehen. Link und mehr Informationen dafür in den Shownotes. Und jetzt genieße deine goldene Milch. Lehn dich zurück, entspann dich und hab eine schöne Zeit. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Lass es dir gut gehen und vor allem sei der Welt ein Licht, sei der Welt ein Segen. Dein Christian. Hi Christian, ich habe mich diese Woche mit einem Superfoods-Getränk, sozusagen einem Superdrink beschäftigt. Genauer gesagt habe ich mir die goldene Milch angeschaut. Viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen haben bestimmt schon davon gehört und man kann sagen, dass die goldene Milch momentan absolut ein Trendgetränk ist und Rezepte dazu auch immer öfters in Magazinen, Büchern oder auch in Social Media geteilt werden. Doch was goldene Milch eigentlich ist und wo sie genau herkommt, das erfahrt ihr heute bei mir. Der Name kommt von der goldgelbenen Farbe des Getränks, welche vor allem durch das enthaltene Kurkuma entsteht. Neben dem Kurkuma sind meistens andere Zutaten wie Zimt, Ingwer, Muskatenmus oder auch Pfeffer enthalten. Die goldene Milch ist dabei aber kein neues Rezept, sondern wird seit vielen Jahrhunderten in der ayurvedischen Küche aufgrund ihrer gesunden und entspannenden Wirkung getrunken. Der Geschmack der goldenen Milch ist meistens mildwürzig und etwas bitter, kann aber nach Belieben natürlich mit Vanille oder anderen Zutaten gesüßt werden. Der Grund, weshalb die goldene Milch so einen Hype erfährt, sind die vielen ihr zugeschriebenen positiven Wirkungen auf die Gesundheit. Vor allem dem enthaltenen Kurkumin werden viele positive Effekte nachgesagt. So soll es das Immunsystem stärken und auch bei Erkältungen helfen, sich entzündungshemmend auswirken und soll auch noch bei Gelenkerkrankungen helfen, sowie gut für Haut und Haare sein. Das Schöne ist, dass die Zubereitung der goldenen Milch super einfach zu Hause möglich ist und wie schon erwähnt mit Agavendicksaft oder anderen natürlichen Süßungsmitteln auch je nach Belieben angepasst werden kann. Und weiter geht es mit dem Interview mit Fabian Fallenbüchel. Und sie enthalten ja Chlorophyll. Richtig. Was ihr hier eben auch als flüssige Variante habt. Genau. Und ich finde das immer sehr, sehr geil, wenn wir das Chlorophyll hier so mal wirklich in Wasser träufeln. Schaut euch das mal hier an. Wie tiefgrün das ist. Und Chlorophyll ist ja quasi ähnlich dem menschlichen Blut und wirkt so quasi blutbildend, oder? Oder für was ist jetzt Chlorophyll hier gut, außer dass es cool aussieht in so einem Wasserglas? Genau. Es ist halt, Chlorophyll ist auch ein Gelatbildner. Also alleine Chlorophyll kann im Prinzip entgiften. Chlorophyll hat aber auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Aminosäuren.
die ja auch extrem wichtig sind. Vor allem alle essentiellen Aminosäuren. Also, okay. Ne, und da können wir ja auch gar nicht genug davon kriegen. Aminosäuren sind die Bausteine des Lebens, ja. Also, das ist ja auch so, jede Körperzelle, alles ist auf Aminosäuren aufgebaut. Das ist ein sehr unterschätztes Thema auch. Ja. Und das haben wir da auch drin. Und ein ganzes Feuerwerk an Metallstoffen, ja. Also, da jetzt im Einzelnen drauf zu gehen, dass eigentlich und da ist alles Aminomineralien drin. Schmeckt wie Chlorophyll. Mhm. Da ist jetzt auch nichts extra drin. Das ist wirklich fast 100% reines genau. Chlorophyll, genau. Oder? Was ist die Flüssigkeit da? Wasser. Oder die Basis Wasser. Ist Wasser. Ja, ja. Genau. Also das Extrakt wird quasi in Wasser gelöst. Genau. Und aus was kommt dieses Chlorophyll? Aus was ist die Basis und wie wird es da auch wieder gewonnen? Also wie kann ich jetzt quasi diesen grünen Farbstoff aus einer Pflanze holen? Ja. Also das wird aus Alfalfa-Sprossen beziehungsweise aus der Alfalfa-Pflanze extrahieren wir das raus. Kannst du dir als Biomasse vorstellen und dann wird es da einfach raus extrahiert über ein Kaltwasserverfahren. Mhm. Also auch da wiederum. Na klar, beim Chlorophyll, das ist sehr empfindlich. Ne? Auch da muss ich natürlich immer auf die Temperaturen achten. Sonst ist da relativ schnell alles kaputt. Also ich meine, man sieht es ja allein an der Farbe. Das ist ja schon bald schwarz. Ne? Ja, ja. Das ist ja so dunkelgrün. Ja. Mehr geht nicht mehr. Richtig, richtig gut. Also das wäre jetzt eben auch gut, wenn ich das relativ schnell trinke dann sozusagen. Absolut, ne? Absolut. Einfach um da die maximale Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Jetzt hast du ja vorhin auch schon angesprochen, sehr, sehr spannend. Und ich würde noch eine Frage vorher nehmen. Mhm. Warum macht es jetzt Sinn, dieses flüssige Chlorophyll zu nehmen und nicht die Alfalfa-Sprossen oder die Alfalfa-Flosse komplett zu essen? Weil, müsste ich dann ein Kilo essen, um diese 10 Tropfen zu erreichen? Oder wie ist es dann? Absolut. Das ist ja immer im Prinzip der grundsätzliche Vorteil von Extrakten und diesen Vitalstoffessenzen, wie ich auch gerne dazu sage. Weil du hast halt im Prinzip einfach ein sehr, sehr hohes Wirkspektrum in einer kleinen Menge drin. Mhm. Also das ist halt vom Volumen her, das ist ja beim Grassaft das Gleiche. Ich müsste im Prinzip 33 Kilogramm Gras nehmen, um den gleichen Effekt für 1 Kilogramm von diesem Saftpulver hier zu haben. Für 1 Kilogramm, okay. Für 1 Kilogramm brauche ich 33 Kilogramm. Das heißt, hier sind 170 Gramm drin, das heißt, mal da brauche ich mal, ja. Also okay. Über 3-4 Kilo, ne, irgendwo so. Da muss ich einiges anbauen. Ja. Also da steckt richtig, richtig viel drin. Und das ist halt der Vorteil. Heißt jetzt natürlich nicht, dass ich nur noch das nehmen sollte. Ne? Das ist ja auch die Idee der Naturheilkunde liegt ja auch darin, dass ich auch immer Extrakte, Vitamine, orthomolekulare Substanzen mit der kompletten Pflanzenmatrix kombiniere. Ja, richtig. Weil wir wissen ja auch, wir haben Tausende von sekundären Pflanzenstoffen, die nicht erforscht sind. Mhm. Also wir wissen noch gar nichts darüber. Von daher brauchen wir immer diese komplette Matrix und dann reichern wir die noch immer gezielt an mit einem Effekt, den wir eben erzielen wollen. Und das sind dann immer Pflanzenextrakte, Vitamine, Mineralien, um dann einen gewissen Effekt zu erzielen. So, habt ihr hier bei einem meiner Lieblingsprodukte natürlich Brokkolisprossen. Das heißt, hier wäre ja dann die ganze Sprosse quasi mit drin. Also hier wäre es nicht so krass isoliert wie beim flüssigen Chlorophyll, sondern und das ist quasi das Geheimnis dahinter. Nahrungsergänzungsmittel und Superfoods dienen nicht als Ersatz einer natürlichen, vollwertigen Ernährung. Das wird ja immer wieder gesagt. Ja. Das heißt, die Essenz oder das Geheimnis liegt darin, dass ich sinnvoll kombiniere, also dass ich quasi meinen Brokkoli natürlich so esse. Und mich vollwertig ernähre und schaue eben, was kann ich vielleicht on top noch in Form dieser Nahrungsmittel zu mir nehmen, weil mir zum Beispiel was fehlt oder weil ich sage, das tut mir einfach gut oder wie auch immer. Ganz genau, ganz genau. Also die Ernährung bildet immer das Fundament. Ja, das ist ja ganz klar. Also bei mir ist das schon so klar, dass ich selten darüber spreche, weil ich es immer vergesse. Also die Ernährung ist natürlich das absolute Fundament. Ja, also das muss man zuerst in den Griff kriegen. Danach kann man dann weiter aufbauen. Die zweite Stufe in der Pyramide, sage ich mal, oder vielleicht dritte, vierte oder so, sind dann eben solche Nährstoffessenzen dann, egal in welcher Form. Die Ernährung ist das Fundament und danach baue ich eben dann mit solchen Produkten noch auf. Korrekt. Vollkommen richtig. Jetzt ist es mir nochmal wichtig, wir wollen jetzt mal auf vereinzelte Produkte wirklich mal eingehen, was da auch deine Meinung dazu ist. Ja? Also jetzt mal beispielsweise fällt mir hier hinten ein, was wir da haben, das Maca. Da haben wir auch im Vorfeld das schon schön gesprochen, es gibt unterschiedliche Meinungen. Maca ist ein Superfood, gerade der Peruaner, die nutzen das, um wirklich Höchstleistungen zu vollbringen, in Tausende von Meter Höhe zu gehen, brauchen den ganzen Tag nichts essen, weil sie daraus die Energie beziehen. Ja. Wir wissen aber auch, dass die meisten Peruaner das Maca kochen oder irgendwie eine Süßkartoffel verwerten und so weiter. Jetzt haben wir hier, weil ja eure Produktphilosophie auch ist, viel Rohkost zu haben oder fast ausschließlich Rohkost, das Maca in der Rohversion da. Mhm. Ich merke, dass beim Maca in der Rohversion
Darmprobleme bekommen oder Magenprobleme bekommen. Ja. Beim gelatinierten Macker, was jetzt erstmal krass klingt, ne? Gelatine, was, Gummibärchen und so weiter, das kann doch nicht sein. Mhm. Aber es ist ja ein Prozess, um quasi die Enzyme auch aufzuspalten im Macker. Also was ist da deine Meinung dazu? Was ist jetzt besser, was ist schlechter? Genau. Also auch da gilt wieder, es gibt kein besser oder schlechter. Es gibt kein besser oder schlechter. Genau. Immer diese unbefriedigende Antwort. Nee, du, aber die hat ja auch, aus, genau, ja. Genau, die hat ja seinen Sinn. Also es kommt drauf an, was ich halt will, ja. Also ich habe das Maca in Rohkostqualität, haben wir in manchen Superfood-Mischungen mit drin, wo wir halt den Fokus dann auf dieses Rohkost-Superfood-vollständiges Spektrum legen. Okay. Da haben wir es einfach drin, weil es hat einfach auch, wie gesagt, diese Zehntausenden von sekundären Pflanzen, Pflanzenstoffe, die es da gibt, die habe ich dann da drin. Natürlich, aber wiederum, manche Menschen vertragen es schlechter. So wie du hast es ja beschrieben, du kriegst da oder du kannst es nicht so gut verdauen. Deswegen an der Stelle dann macht das andere mehr Sinn. Ja, da macht dann dieses synthetische in Anführungszeichen Sinn, ja, was dann eben durch zum Beispiel Erhitzung oder sowas gewonnen wird. Das ist ja beim Kurkuma das Gleiche. Ja. Ich habe zum Beispiel das Kurkumin, das ist ja der erforschte Wirkstoff im Kurkuma drin. Und den kriege ich eigentlich durch dieses Rohkost-Kurkuma kaum raus. 0,5 oder irgendwie sowas. Also einen ganz, ganz minimalen Prozentsatz kriege ich nur von dem Kurkumin verstoffwechselt. Wenn ich es eben nicht verarbeite vorher. Verarbeiten in Form von zum Beispiel, wie es die Inder machen, die machen sich meistens einen Tee, einen Kurkuma-Tee. Und durch diese Heißwasserextraktion an der Stelle wiederum kriege ich das Kurkumin rausgelöst. Dann vielleicht noch ein kleines bisschen Fett rein, Kokosfett oder sowas, Kokosöl, und dann kriege ich sogar noch besser aufgenommen. Das erhöht dann nochmal die Bioverfügbarkeit. Ist dadurch die goldene Milch entstanden? Oder? Genau, das ist die Idee eigentlich dahinter bei der goldenen Milch, weil da röste ich ja auch kurz das Kurkuma oder die Paste. Ne? Ich erstelle mir da so eine Kurkuma-Paste, haben wir ja mittlerweile auch im Sortiment, um die dann anzurösten, mir so eine Paste zu erstellen. Damit habe ich dann das Kurkumin gelöst. Mhm. Im Idealfall röste ich das ja noch mit ein bisschen Kokosöl an. Dann ziehe ich da noch mehr raus und habe dann meine Kurkuma-Paste. Und das wiederum dann in der Milch anzurühren, das ist ja die Idee der goldenen Milch auch. Also da haben wir einfach, es kommt drauf an, was ich will, ja. Und trotzdem hat ja auch das Rohkost-Kurkuma seinen Sinn. Weil ich kann ja zum Beispiel auch die Entzündung dann im Darm theoretisch damit angehen. Also, weil da geht es ja durch. Ne? Ich kriege es zwar nicht in großen Mengen ins Blut rein, dafür muss ich dann zum Beispiel goldene Milch oder vielleicht sogar eine liposomale Form von Kurkumin oder eben eine Micellform. Das ist natürlich deutlich bioverfügbarer. Da reden wir wirklich über andere Dimensionen. Ist dann auch der therapeutische Bereich oder einfach auch der stark präventive Bereich. Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer, ärztlichen Rat einzuholen.